So, weiter geht's. Wir haben wieder die Axt. Und wir haben Hunde des Schicksals. Verschießt mehrere Projektile, die Gegner verfolgen. Oh, das klingt auch stark. Aua. Was ich übelst weird finde, die Waffen haben immer eine viel größere Range, als es aussieht. Warum soll ich meine Hände nicht waschen? Nur weil ich nicht am Waschbecken stehe und zweimal im Kopf Happy Birthday summ. Wirf eine freundliche Bombe, wenn du getroffen wirst. Bei einem Treffer wird allem auf dem Bildschirm Schaden zugefügt. Ich glaube, das ist geiler. Wir brauchen eine zweite Cam auf der Toilette zum Kontrollieren. Weiß ich nicht. Ich glaube, das wollen wir alle nicht. Aua. Ist unser dritter Run jetzt hier. Das heißt, der und dann noch einer. Und dann könnten wir theoretisch den Endboss hier platt machen. Clownex H fügt allen Gegnern Schaden entsprechend der Menge deiner Tarotkarten zu. Auch stark. Warte mal. Na, oh shit. Apropos Tarotkarten. Ich hab den Bums hier vergessen. Nee, ich war hier. Hä? Hallo Malenio, willkommen zurück. Ich frage mich, ob das was bringt, alles kaputt zu machen oder ob wir eigentlich, weil wir kriegen eigentlich nur Gras. Oh shit, oh, das gefällt mir nicht. Wir müssen unbedingt... Ja, okay. Okay. Ach, Mann! Ey, Mann, gerade der Letzte trifft mich noch, ey. Ärgerlich. Stark. So, was haben wir hier? Rechts kriegen wir einen Anhänger. Und wir brauchen halt Ersatz für Ninovic und Karim. Ich glaube, ich würde rechts lang gehen. Ah, wobei, das gab Holz. Ich bin von Narren umgeben, die mein Genie nicht erkennen. Aber siehst du es, nicht wahr, Lam? Erkenne deine Dummheit und meine intellektuelle Überlegenheit an und ich tue alles, was du befiehlst. Weiß ich jetzt nicht. Vielleicht bist du nicht so dumm, wie du aussiehst. Der nächste Miniboss oder Boss, gegen den du kämpfst, wird erhöhte Gesundheit haben, dank des Switch-Chats. Alter, was seid ihr denn für Lappen? Was seid ihr denn für Asoziale?
Verdient? Halte für kurze Dauer die Zeit. Boah, stark. Ist ja übel gemein. Nice, halbes Herz. I take it. Hey, und die Axt hat einfach die übelste Range, Junge. Es geht einfach über den halben Bildschirm. Obwohl die Animation eigentlich nur voll die kleine Range hat. Das muss halt auch erstmal blicken. Es ist gar nicht so lange her, dass wir die rote Krone verstoßen haben. Gerade mal ein paar tausend Jahre oder so. Die Ketzerei, die sie predigte, war nicht zu tolerieren. Solch schädliche Ideale konnten wir nicht dulden. Für diese verachtenswerteste aller Sünden muss die Strafe langwierig und schmerzhaft sein. Ich lasse eine Hungersnot über deinen Kult hereinbrechen. Und durch unkontrollierte Gier und grenzenlosen Ehrgeiz wurde göttliches Blut vergossen. Oh no. Alle hungern. Scheiße. Okay, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Okay, wir sind eh gleich tot, ne? Nice, ein halbes Herz, immerhin. Rip. Ach, Karim, Junge, da geht er wieder um. Karim. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Also bis morgen. Hey Max, du hast doch ein eigenes Command. Ausrufezeichen, Max out. So, und da die alle hungern, machen wir jetzt, glaube ich, ein Festmahl. Let's go. Im Gegensatz zu dir brauche ich Energie auf Arbeit.
Ey Junge, meine Arbeit ist echt hart. Morgen bin ich eventuell nicht da. Wie jetzt? Dann macht ja der ganze Stream keinen Sinn mehr. Beleb uns wieder. Würde ich gern. Ein Heilquartier wäre auch eine starke Idee, ne? Also. Erntetotem. Düngersilo. So, warte mal, was haben wir hier? So. Oh shit. Aber hey, ich muss sagen, keiner kackt mehr in die Landschaft. Alle sind aufs Klo gegangen. Ich bin stolz auf euch. Aber ich glaube... Ach, scheiße. Können wir uns nicht leisten. Schade. So, alle haben gegessen, alle sind happy, wir haben gepredigt. Keiner wässert die Felder, warum auch immer. Okay, viel hat farmt. Sehr gut. Und jetzt ist sowieso Nacht. Jetzt gehen alle schlafen. Jetzt können wir nochmal da rein. Schau mal, ich bin wieder lieb. Ich hoffe, dass meine Himbeeren mit Schoko gefüllt morgen gut ankommen. Bestimmt. Also, bei mir wird es gut ankommen. Rich Jäger. Nein, nein. Auch nicht der Handschuh. Ganz ehrlich, glaube ich, höre jetzt auf, das ganze Gras immer kaputt zu machen. Das nervt mich irgendwie. Wir haben schon wieder Damage bekommen. Du Das noch getroffen hat.
So. Max, das heißt Give Points. Give Points. Also das Command gibt's. Ich glaube, Give Points, Nina 2000 musst du schreiben. Ich glaube, das funktioniert. Aber du verschenkst dann halt deine eigenen Punkte. Warte mal, wie war das Command? Ich kann mal nachgucken. Ah, das Command ist deaktiviert. Jetzt funktioniert's, Max. Game kannst du natürlich auch ohne Twitch zocken. Ist ja ein ganz normales Spiel. Diese Twitch-Geschichte ist einfach nur ein Bonus. Ambrosia, Fluchangriffsschaden, erhöht sich um 1,5, erhalte Bonusressourcen. Bei Angriffen wird Gift hinterlassen, dank des Twitch-Chats. Wie jetzt? Bei meinen oder bei denen zum Gegner? Oh, bei meinen? Stark, Chat, stark. Warte mal, das Gift macht mir Schaden. Das Gift ist scheiße. Ich dachte, ich vergifte die Gegner. Ey, Chat. Das ist doch kacke. Sowas macht man nicht. Torbogen. Und eine Karte. Gegner da lassen zweimal mehr Eifer. Nice. Wir machen auch nur die negativen Sachen gegen dich. Die aufgelösten lösen dich auf. Man kann auswählen, ob positive Sachen oder negative. Wir machen nur negative. Stark. Ich struggle ja nicht eh schon hier, gell? Ich kann auch mal ein bisschen Gift reinballern. Klar, warum nicht, Chat? Natürlich. Ich hab hier irgendwas verpasst. Ja. Mann! Ich wollte nur einen Stein kaputt machen und krieg Damage durch das Gift, Alter. Was für eine Scheiße. Solange ich nicht wiederbelebt bin, wird es schwierig. Oh, wer ist er denn? Hallo da, Kreuzfahrer. Falls du es ohne einen Kratzer durch die nächsten paar Kampfräume schaffst, also ohne Schaden zu nehmen, zaubere ich dir eine Belohnung herbei. Okay, das schaffen wir sowieso nicht. Wenn du versagst, gibt's nichts. Ich krieg hier schon Schaden, wegen dem Gift einfach. Hä, der nächste Kampfraum ist der Boss, Junge. Wie soll ich da ohne Schaden rauskommen? Wir werden nicht mal den Boss schaffen. Hä, doch nicht?
Vampirschwert 6. Ganz ehrlich. Das nehme ich. Da haben wir immer ein bisschen Deal. Klaunex-Haar fügt allen Gegnern Schaden entsprechend der Menge deiner Tarotkarten. Why not? So, wo lang gehen wir jetzt? Behandle uns besser und wir geben dir positive Sachen. Alter Junge, Stufe 7, das hatten wir noch gar nicht. Ich bin der geilste Kultanführer ever. Du hast mich und Karim aufgelöst. Ich habe euch aufsteigen lassen. Auf die nächste Ebene des Daseins. Lanotte, Junge, du bist echt anstrengend. Anführer, Rosti hört nicht mit den Spielchen auf. Ich fürchte, du musst dich darum kümmern. Dauerhaft. Das verlangt nach einem Opfer. Die Sounds ballern laut. Soll ich das Game ein bisschen leiser machen? Kann man schon machen. Boah, sollen wir Rosti opfern? Boah, wir haben halt hart Glauben verloren jetzt, weil wir es nicht getan haben. Alle umbringen. Bisschen leid tust du mir schon. Vielleicht mache ich das nächste Mal was Nettes. Das wäre natürlich sehr entspannt. Oh, warte mal, wir haben doch einen neuen. So, ihr könnt ja mal gucken, ob ihr jetzt vielleicht, ob der Cooldown. Könnt ihr rein? Nee. Stark, Junge. So, was macht ein Einsen? Farmen.
Sehr schön. Erntetotem, ja. Schreinflammenpaket. Ernte mehr Hingabe. Rituale kosten 50% weniger. Ah, ich weiß nicht. Level uns mal. Ich level euch doch die ganze Zeit. Nee, warte mal, Glaube. 20 Holz? Ich habe keine 20 Holz? What? Stark. So, dann machen wir gleich Essen. Dann predigen wir, weil ich habe Glaube verloren, weil ich Rusty nicht umbringen wollte. So, die machen das schon. So. Fleischbrei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sind wir sieben oder acht? Wir sind acht jetzt, glaube ich. Wir sind acht, okay. So, Nina. Ich weiß nicht so recht, wenn du wirklich ein großer Anführer wärst, würde dieser Ort dann nicht hübscher aussehen? Baue drei Dekorationen. Ich baue erstmal ein Holzfällerlager, Junge. So, jetzt können wir Dekorationen bauen. Für Neinsen.
Stark, danke, Hunter. Sehr gerne. Wäre etwas, was ich sagen würde. Wie wär's, wenn wir Nina zum Anführer... Ey. Wer kackt? Junge, wir haben ein Klo. Und ihr... Ihr macht mich schlecht. Hallo, Rufuk. Wir haben ein Klo. Und irgendwer kackt genau neben das Essen. Kann doch nicht sein. Brad und Fred mit Kareem? Das sagt mir tatsächlich überhaupt nichts. So, dann... So, sehr gut. Die sind alle fleißig hier. So, Neinsen. Ich schätze, jetzt ist es ein bisschen besser. Empfangt meine Segnung. Ein Klo für 20 Einwohner. Ja, es reicht ja aber. Also wir haben ja hier so eine Füllstandsanzeige beim Klo. Und die ist eigentlich selten voll. Wir haben 5 Holz, Junge. So, der hackt Steine. Wir haben 2, die Holz hacken. Ich überlege, ob wir eine dritte Holzstelle brauchen. Kann mir das einer, im Discord schreiben? Macht der Frommen mit Brad und Fred? Erhöhe die Ausgangsstufe von Waffen, wenn du mit einem neuen Kreuzzug beginnst. Da sehe ich mich. Sehr stark, sehr stark. Nice, Glauben full. Rituale brauchen wir gerade nicht. Krone. Können wir nichts machen. Okay, ihr dürft gehen. Ab an die Arbeit. So, dann gehen wir einmal kurz in die... Der Chat entscheidet über mein Schicksal. Warum kann ich hier nicht reisen? Hallo? Jetzt geht's wieder. Die Stufe von Maxelton wurde erhöht, dank des Twitch-Chats. Alter, stark, Max. Stark, Twitch-Chat. So, und wir gehen einmal kurz, schlabbala, Pilze abgeben. Wenn Max da drauf ist, du da bei Jägerstream guckst, kann ja auch kein anderer drauf. What? Verstehe ich nicht. Schlu, 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 schlu.
Ritual der Gehirnwäsche. Führe in deinem Tempel ein Ritual durch, das alle deine Anhänger eine Gehirnwäsche unterzieht. Glaube bleibt 2 Tage lang auf Maximalwert. Holy shit, Alter. Shashalutu. Bla bla blufka. Okay, das ist mega stark. Wenn wir mal wirklich einen harten Struggle haben, dann können wir das machen und wir verlieren den Glauben nicht. Also wenn wir echt mal eine scheiß Zeit haben, irgendwie kein Essen oder sonst was, dann können wir dieses Ritual machen und die haben die ganze Zeit Full Power. So, ich mache denen jetzt noch ein bisschen was zu essen. Die gehen sowieso, egal. Wir lassen ein bisschen was zu essen da. So, 6-mal essen. Ah, wobei, das ist fast schon wieder ein bisschen übertrieben. Ich glaube, 4-mal wird reichen. So, dann können die schlafen. Wir machen nochmal hier die Statue leer. Und dann gehen wir auf Kreuzzug. Max besetzt den halben Tag das Klo, aber nur um ungestört deinen Stream zu... Ach so, das war auf das Klo bezogen. Vampir-Axt 7, Junge, zum Start. Ach, weil ich das geskillt habe, dass wir einen besseren Shit bekommen zum... Oh mein Gott, strong, sehr strong. Sehr, sehr strong. Stark. Ach man! Oh Junge, war das schlecht. Aber ich habe ein Herz bekommen. Sehr gut. Immerhin. Hä, Junge, diese Räume sind einfach so überfüllt. Du hast so ein... Das ist einfach so ein Mini-Raum mit 498 Gegnern drin. Okay, das sind viele Aufgaben. Aufrecht hinsetzen, okay. Wassermarsch, cheers. Ah, und strecken. Das war gut. Danke dafür. Oh, hier war ich schon. Das, den Run schaffen wir wieder nicht. Schon wieder viel zu viel Damage bekommen. So, ich glaube, wir gehen zum Fragezeichen. Ach, er schon wieder. Familienbande verwandelten sich stattdessen in Ketten. Der unersättlichste Appetit ward gezügelt und eingedämmt. Die ansteckendsten Ideen abgeschnitten und weggebrannt, bevor sie faulen und sich ausbreiten konnten. Grausam, wahrlich, doch welche andere Möglichkeit ward gegeben? Wie tötet man den Tod? Es ist unmöglich. Ich verstehe noch nicht so wirklich, was der von mir will, weil... Der ist einfach in irgendeinem Raum und du kriegst nichts. Der labert dich einfach nur voll. Aufrecht hinsetzen. Noch aufrechter geht nicht. Mann!
What? Ich glaube, hier bin ich doch gerade eben gestorben. Also wir sind zumindest schon mal weiter wie gerade eben. Flammenschuss 8. Panzerhandschuh auf gar keinen Fall. Wenn, dann nehme ich den. So gutes Emote. Nice, 10% Chance auf keinen Schaden. Im Dorf gibt es schon wieder nichts zu essen und überall liegen Häufchen. Karemshäufchen. Hä, woher wisst ihr das? Aber das kann ja gar nicht sein, wir haben jetzt ein Klo. Da darf nichts, da dürfen keine Häufchen liegen. Bauchgefühl. So, wir müssen doch jetzt, kriegen wir noch eine Karte und dann müssten wir eigentlich irgendwann zum Boss kommen. So, ein grünes Herz, Bonusressourcen. Ich nehme das Herz. Wenn wir irgendwie eine Chance haben wollen. What? Wo kommt der denn? Todesstreit, Junge 9. Was passiert denn hier? Junge. Alter, wir sind voll geheilt. Ich hab Hunger, was ist da los? Ich glaube an den First Try. Wenn Karem das nicht holt, hole ich es mir. Wenn du dann Bock hast, Jäger. Wollt das schon immer zocken, nur mir fehlen die Freunde. Kann man das auch zu dritt zocken? Cool, wir haben Bewegungstempo bekommen. Der Raum war stark. Ach Mann!
Sepa. Niemals hat mich das getroffen. Okay, das sehe ich ein. Never. Easy. Acht Kürbiskerne. Ein kleines Geschenk, das, also ganz ehrlich, das sieht sehr zweifelhaft aus. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Aber okay, ich glaube, ich nehme das Geschenk. Das Geschenk, das sehr seltsam aussieht. Stark. Und weiter geht's. Ach, das war erst drei. Oh, okay, wir müssen. Es gibt doch keinen Endboss. Der kommt erst im nächsten Run. So. Jetzt mal gucken, wie viele Häufchen hier liegen. Ja, das Klo ist halt voll. Das Klo ist halt voll. Warum arbeitet keiner auf der Farm? Max, Junge. Max, geh farmen. Keine Aufgaben verfügbar. Warum nicht? Hier kann man doch gießen. Warum machen die das nicht? Ach, weil die Mitte in kein... Oh, Mann. Das heißt, ich brauche nochmal zwei Farmhäuschen. Nee, eins brauche ich nur. Warum ist, wer ist schon wieder krank? Was ist denn hier los, Junge? Fielert! Steh auf und geh arbeiten. Bettruhe. Sein Bett ist kaputt. Okay, Filat, jetzt komm, hier, Bettruhe. Bin fort mit dir. Wir haben deinen Glauben gestärkt. Vielen, vielen Dank. Wie wäre es mal mit Ultimate Chicken Horse? Kann man auch mit mehreren spielen. Was auch geil wäre, zum gemeinsamen Spielen wäre Pummelparty oder Pammelparty oder wie das heißt. Kennt ihr das? Das ist übel witzig. Das sehe ich übelst oft bei Streamern.
Du hast es schon. Du wärst dabei. Ich kenn's von Don. Was ist ein Don? Sehr stark. Madnix, was ist denn? Bitte, Anführer, da sind einige, die hungern und kein Zuhause haben. Wir müssen sie unserem Kult beitreten lassen. Ja, kommt her. Okay, erstmal baue ich jetzt aber noch ein Farmhaus, weil das nervt mich hier. So, und dann bauen. Na, wobei noch mehr Feld brauche ich, oder? Brauche ich noch mehr Feld? Eigentlich nicht. Noch nicht. Was machen wir jetzt? Erstmal holen wir die hier rein. Gibt's irgendwen im Chat, der hier noch mitmachen will? Wir probieren es einfach mal. Wir warten mal kurz. Was macht der, glaube ich? Wer fehlt noch? Jensen. So, was machen wir mal mit Jensen? Jensen wird ein Shark, Baby Shark. Starke Verfassung. Ich bin zu hungrig, um zu arbeiten. Okay. Die Überlegung ist natürlich, machen wir ein Fest mal vielleicht. Aber das kann auch sein, dass es eventuell noch Cooldown hat. Wir predigen erstmal. Maxelton Junior, mein Sohn. Pascal. Oh, Madnix. Der nächste wird Pascal. Verdammt gute Idee. So, neue Doktrin. Versichere ihnen, dass der Tod nicht das Ende ist. Predige den Wert irdischer Güter. Arbeiten und beten. Echter Gehorsam. Arbeiten und beten. Inspirieren. Inspiriere einen Anhänger, um seine Loyalität drastisch zu steigern. Ersetzt das Segnen. Schüchtere einen Anhänger ein. Wir inspirieren. Wir sind ein guter Kult. Nighthawk! Preiset den Nighthawk. Einen wunderschönen guten Abend. So, da können wir jetzt die Gehirnwäsche machen für 25 Pilze. Festmahl hat noch Cooldown, aber lohnt sich eh nicht wirklich, weil wir eigentlich vollen Glauben haben. Wir können auch einfach kochen. Naito Hoko, wie geht's dir? Du kleiner Schlawiner. Warte mal, wie viele sind wir? 10. Schön alle essen kommen. So, Filatson ist ja krank. Da ist ja noch mal einer. Komm, Nighthawk, rein hier. Auf jetzt. Du bist noch nicht drin. Los geht's, Nighthawk. Ich will dich in meinem Kult sehen.
Freitalk! Herzlich willkommen. Erstell dein Viech. Du musst den jetzt, Nighthawk, du musst den jetzt customizen. Junina, du hast doch übel viele Punkte. Wie mache ich das mit Handy? Irgendwo, ich glaube links irgendwo, müsstest du irgendwie ein Symbol haben oder irgendwie sowas. Oder irgendwo müsste so ein Bild offen sein. Wo du den dann customizen kannst. Hallo Gaddy, grüß dich. Was führt dich hierher? Und wie geht's dir? Hä, Nina, was hast du mit deinen... Du hattest doch 170.000 Punkte, wo sind die? Was hast du gemacht? Also, wo, als der Stream heute angefangen hat, mit Karim duelliert... Das ist natürlich schade. Das Problem ist, wir sind ja ein Bildungskanal hier. Was, wenn ich dir jetzt immer Punkte gebe, wenn du welche verlierst, dann wirst du ja, irgendwann gehst ins Casino und denkst dir, wenn ich Geld verliere, es kommt ja immer nach. Das wäre jetzt keine schlechte, das wäre jetzt keine gute erzieherische Maßnahme, wenn ich dir die Punkte, die du verlierst, immer nachschieb. Nina out, nein, sind out. Drück mal auf die 1 unterhalb von, achso, ja, okay, ich glaube, er hat schon. So, Nighthawk, herzlich willkommen im Kult. Den Jägerkrapfen. So, der gute Nighthawk. Der gute Nighthawk ist ein Materialist und Kokrophil. 10 Glauben bei Erkrankung. Stark, Nighthawk. Stark. Oh. Und der arme Nighty hat Hunger, aber wir inspirieren ihn erstmal. So, dann inspirieren wir dich. So, und dann machen wir, glaube ich, für Nighthawk einmal kurz was zu essen. Alter! Junge, was? Filat, Alter, du sollst jetzt... Oh, ich dachte, er will Nighthawks Essen wegessen. Ich war schon schockiert hier. Chicken Neinsen. Brauche Feierabendbeschallung und dachte, ich lass mich mal wieder blicken. Freut mich. Sehr gerne. Was arbeitest du denn, Gaddy? Wenn ich fragen darf. Muss ich natürlich nicht sagen, aber wird da wahrscheinlich kein Geheimnis sein. Bei Erkrankung sehe ich mich definitiv. Okay, mir beten da zu viele. Also ich will definitiv noch einen Farmer haben. Komm auf keinen grünen Zweig hier unten. Dass die, also was mich wirklich stört, dass die nicht selber ernten, weil das kostet mich halt immer unnormal viel Zeit. So, dann machen wir einmal... Warum? Ich verstehe immer noch nicht.
verstehe immer noch nicht, warum die irgendwo hinkacken, obwohl wir ein Klo haben. Fidat ist auch schon fast wieder gesund. Sehr schön. So, dann gucken wir mal. Schon wieder voll hier. Wie vergrößere ich den Schrein? Tempel 3. Okay, 18 von 20. Weil der ist immer übel schnell voll. So, jetzt würde ich gerne einen Tabernakel bauen. Oh, das passt doch hier ganz gut dazu, oder? Das gefällt mir. Lass mich hinkoten, wo ich will, Mann. Nochmal für Madnix, ich danke dir von Herzen. Wegen dir können ich und mein Dad mir Gamescom leisten. 2 Tickets, Kuss gehen raus. Endlich kann ich wieder was unternehmen. Kurz vorm Examen zum Pflegefachmann. Oh, Respekt. Nicht schlecht. Bin selber mal in die Richtung, also heute unvorstellbar, denkt man wahrscheinlich so nicht, aber ich bin selber mal in die Richtung Pflege gegangen. Aber warum pennt Nighthawk hier draußen? Weil wir nicht genug Betten haben. Warte mal, wir haben 1, 2, 3, 5, 6, 7, wir haben 9 Betten und wir haben 11 Anhänger. Das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich schlecht. Och, Nina, nee. Was, Jäger auf Flasche? Mach nicht diesen, Nina. Mach nicht diesen. Was, lass den doch pennen, den armen Junge. Nighthawk, das ist ja wohl das Mindeste. Natürlich kriegst du ein Bett. Komm auf, helf mir mal hier bauen, ihr Lappen. Filatson ist gesund geworden. Filat ist nicht mehr krank. Kannst du bitte leise bauen? Andere wollen schlafen. So, die haben das schon im Griff hier. Wer war das, Junge? Oh. Wer ist es? Karim, Junge! Karim kackt einfach hier irgendwo in die Wiese. Ach, das Klo ist voll. Oh, scheiße. Okay, ich habe nichts gesagt. Dann ist verständlich. So, dann predigen wir nochmal. Weil ein neuer Tag ist angebrochen. Nach der Predigt gibt's Essen und dann gehen wir auf den Run. Bin ich immer krank? Ich auch. Ein nettes Grüppchen, aber ganz schön viele haben wir mittlerweile. So, dann kochen wir nochmal irgendwie 3-4 Mahlzeiten. Tödliches Gericht, was? 75% Chance, dass dein Anhänger sofort stirbt. Hä? Schüssel Kot, Anhänger, Hackfleisch, scharfer Fischeintopf.
Die Stufe von Rosti, Junge, wurde erhöht. Danke, Chat. Weißt du warum, Max? Soll ich dir sagen, warum? Gib eine ganz einfache Antwort. Es gibt eine ganz einfache Antwort, warum der Chat auf einmal nett ist. Nee, nicht, weil ich dich wiederbelebt habe, sondern einfach... einfach, weil ich herausgefunden habe, dass ich selber auch mit abstimmen kann. Weil ich ja meinen eigenen Stream offen habe hier oben. Ihr kleinen Schlingel. Naja, da guckt er, ne? Bin nicht von gestern, Chat. Ich bin nicht von gestern. Wer ist er denn? Ich kann leckere Griecher in der Nähe riechen. Ich bleib, wo ich bin. Es gibt genug für dich und auch für mich. Lass deine Anhänger nicht durch die Gegend streuen. Man kann nie wissen, wer in der Nähe ist und Hunger hat. Ich liebe das Knacken in ihrer kleinen Knochen. Ist sie nicht alle auf einmal? Anhänger wartet auf Indoktrination. Oh, das wird Pascal. Das wird Pascal. Oder Geddy. Komm, Geddy ist da. Geddy, bist du noch da? Ich würde erstmal die vorziehen, die momentan hier sind. Ingenious ist doch auch noch nicht drin. Ingenious, Junge, komm jetzt rein hier. Du fehlst doch auch noch. Sofort wieder schlecht. Ach, Neinsen. Neinsen, Junge. Geddy könnte auch noch rein, wenn er da ist. Aber vielleicht ist er auch gerade AFK dann nachher. Ja, okay, Geddy, schade. Du warst 5 Sekunden zu spät. Aber du kannst nachher noch hier mitmachen. Jetzt hat Ingenious gewonnen. So, Ingenious, customize jetzt dein Viech. Enttäusch mich nicht wieder. Bin ich dem Kult jetzt zu irgendwas verpflichtet? Ja, zu lebenslanger Hingabe und Aufopferung. Was ist das für eine Frage? Ich opfer dich gleich, Nighthawk. Was heißt hier nee, Nina? Du wirst gleich mitgeopfert. Ich lass dich nochmal auflösen. Pass auf, du wirst gleich... Nee, du wirst gleich aufgelöst. Und vor allem Ingenious wird gleich aufgelöst, wenn er sein Viech nicht designt. Wie soll das auf dem Handy gehen? Das funktioniert auch mit Fullscreen nicht. Kann mal irgendeiner von den Handymenschen Ingenious erklären, wie er sein Viech designt hier auf dem Handy? Wenn du mich opferst, machst du Liegestütze. Wurde auf dem Handy direkt weitergeleitet zum Design, nachdem ich akzeptiert habe. Vielleicht mal App neu starten, Ingenious? Nochmal neu reingehen? I don't know. Oder auf das warten, was Matnik schreibt? Was ist deine Idee, Max? Chat und Jäger, wie fändet es ihr einmal in der Woche ein Spiel mit Leuten aus der Community zu zocken? Wie Pammelparty eventuell der Community Samstag, was haltet ihr davon? Grundsätzlich keine schlechte Idee. Aber ja, es wird halt auch Samstage geben, wo wir vielleicht irgendwie ein neues Assassin's Creed rauskommt oder wo ich einfach nur 10 Stunden reinsuchten will. In irgendein, aber das können wir dann individuell machen. Wenn wir es halt einen Samstag, wenn ich halt einen Samstag sage, hey, pass auf, heute kommt ein Game raus oder ich habe übelst Bock heute auf das und das, dann können wir da immer noch umswitchen. Ich werde schlafen gehen, wünsche euch einen schönen Abend und bleibt brav. Macht nichts, was ich nicht auch machen würde. Vielleicht, ich wünsche dir eine gute Nacht. Bis morgen. Schön, dass du da warst. Vielleicht out. Mach Tastatur klein. Ingenious. Tastatur klein machen. Über das Cults of the Lamb-Symbol rechts.
das öffnen. Okay, was? Mach die Tastatur klein, dann siehst du unterhalb von Jägers Bild eine 1 plus. Das öffnen und dann solltest du createn können. Bei dem Cults of the Lamb Symbol. Klappt das? Sieht nicht so aus. Dann gucken wir mal. Vielleicht kommt Geddy rein. Oder Ingenious probiert es nochmal. Ja! Ingo! Ich bin stolz auf dich! Ich würde Wochenende spontan gucken. Ich meine, Reek will ja irgendwie Minecraft zocken. Wäre auch eine Idee. Ich persönlich hätte wahrscheinlich mehr Bock auf Pummel Party, weil ich das Game einfach lustiger finde als Minecraft. Aber wenn jetzt alle sagen Minecraft, bin ich auch da am Start, habe ich auch Bock drauf. Ich sag auch ehrlich, ich habe Bock Mass Effect 1 zu Ende zu zocken am Wochenende, weil ich mich so hart auf Teil 2 freue. Also auch, wir werden auch Mass Effect 1 definitiv am Wochenende zocken, wahrscheinlich morgen. Samstag kann ich glaube ich gar nicht. Also wir werden streamen Freitag und Sonntag. Ist der Plan. Samstag machen wir mit aller Wahrscheinlichkeit nach eine Streampause, weil da kommt Melanie zurück aus Bukarest. Und da hat auch ihre Mutter Geburtstag, das heißt, da gehen wir essen, danach im Garten und so. Und wahrscheinlich machen wir dann abends auch was. Das heißt, Samstag wahrscheinlich kein Stream. Okay, Ingenious ist richtig kacke, Junge. Geborener Skeptiker. Träge. Aber immerhin ist Ingenious ein königlicher Code-Produzent. Bin stolz auf dich, Ingenious. Euer Sommerurlaub wurde gebucht. Sehr geil. Wo geht's hin? Hab einfach den Hirschgeist aus Elden Ring gemacht. Stark, Junge. Freitag und Sonntag bin ich... Ach komm, nein, Junge. Du kannst ja nicht dein Wochenende genau entgegengesetzt zu meinem Plan. Das geht doch nicht. Nach Malle? Geil. So, was macht Ingo? Holz hacken, würde ich mal sagen. So, wir kochen mal noch ein geiles Essen für uns. Warum kann ich eigentlich nur Scheiße kochen, Junge? Warum farmt hier keiner? Keine Aufgaben, okay. Alle sind fit, gepredigt. Haben wir schon oder nicht? Ja, haben wir, okay. Wir tanzen.
Glauben war gerade so ein bisschen unten und bevor ich jetzt in den Dungeon gehe, will ich das nochmal hochbringen. Alter, die sind echt viele geworden, ey. So, Glaube immer noch nicht voll, aber ist egal. So, mal gucken. Ich würde jetzt gerne Hackett wegscheppern. Mal gucken, wie wir durchkommen. Da ist er doch. Ich werde nicht dasselbe Schicksal erleiden wie Leshy. Komm in meinen Tempel. Du wirst den Deinen auf die Schlachtbank folgen. Jawohl. Mal gucken, ob wir durchkommen. Dolch? Dolch ist in Ordnung. Ich aus Auswurf finde ich persönlich scheiße, aber... Wir haben 3 Hits einfach schon im ersten Raum fest und nochmal einen. Bin nicht allzu zufrieden mit dem Dolch, wenn ich ehrlich bin. Kritische Treffer enthalte die doppelte Lebensenergie beim Heilen. Das nehme ich. Weil das... Warte mal, hier geht's weiter. Hä? What? Wer ist er denn? Opfer darbringen? Boah, stark, Junge. Was geht denn jetzt ab? Da geht's hin im Sommer. Ich will nach Ibiza. Genau, ich mach dieses Stark ist so sehr in meinem Sprachgebrauch jetzt. In meinem auch. Obviously. Aber ist ja auch stark. Warum nicht? Ich mache einen Nina Charity Stream bald. Ninas Reise nach Ibiza Charity Stream. Alle Erlöse gehen an Ninesen. An Nina. Psych. Gerne. Flinky, hallo mein Kind. Ich kenne dich. Bist du ein Freund von Ratau? Ich erkenne diese Krone auf deinem Kopf. Ratau hat mir alles über dich erzählt. Ich bin unterwegs zu ihm, um eine Runde Astralagoi zu spielen. Hehe. Ich habe Schulden zu bezahlen und Schulden zu machen. Endlich Poolstream für Nina. Naja, ich glaube, der Charity-Stream wäre wahrscheinlich effektiver, wenn Nina den Poolstream selber macht. Ich glaube, wenn ich den Poolstream mache, kommt da nicht so viel drum. Was geht jetzt? Ah, er schon wieder. Madnix, danke für dein Bit. Jener, dem du dienst, das Monster, das wir in Ketten gelegt haben, wird keine Ruhe geben, bis alle 4 von uns tot sind. Du magst vielleicht meinen Bruder Leshy getötet haben, aber mich wirst du nicht kriegen. Und du wirst auch nicht in die Nähe der anderen Bischöfe des alten Glaubens kommen. Wir sind bei weitem älter und mächtiger, als unser werter Bruder Leshy es je war. Yo, was hab... Ja, genau!
Alter, die haben so hart gecheatet, Mann. Die zwei haben so hart gecheatet. Ich stream dann, wenn ich auf Ibiza bin. Nicht vergessen, nächstes Mal müsst ihr alle auf das Negative gehen. Befehl kommt direkt von Nina. Ey, ich habe gerade gesagt, ich mache einen Charity-Stream für Nina. Links oder rechts? Ach, er schon wieder. Hallo da, Kreuzfahrer. Falls es ohne einen Kratzer durch die nächsten paar Kampfräume... Okay, alles klar. Das hatten wir schon. Schaffen wir eh nicht. Weil ich bin kacke. Aber wir versuchen es. Wie viel ist ein Bit umgerechnet? Ich glaube, keine Ahnung, 1 Cent oder so. Stark, Junge, volle Lebensenergie. Cool. Anhänger oder kämpfen? Ich glaube, ich nehme Anhänger. Hackett, nimm bitte unser Opfer an und segne uns mit fruchtbaren Böden und ertragreichen Ernten. Halte die Hungersnot fern. Gift Points war das Command. Das wird Pascal. Definitiv. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon 2 Anhänger hier bekommen. Todesstreich 8 mit Kusshand. Den Todesstreich nehme ich mit Kusshand. Weil dieses Ding, wo so eine schwarze Pfütze macht, ich finde es so schlecht. So, türkische Axt 8. 9 Vampirpanzerhandschuh. Boah, schwierig. Ich muss sagen, die Axt hat eine geile Range. Ich mag die auch eigentlich, aber ich finde, die macht für den Damage, den sie macht, hat sie nicht genug Attack Speed.
Kerem ist auch tot, ja. Das stunt die einfach, Junge, ist so stark. So, rechts oder unten. Hä, was? Der hat wieder gecheatet. Der hat einfach wieder... Hey, ich stun die nicht. Scheiße. Ich bin einfach wieder gecheatet. Hä, was für ein Kackraum, Junge. Hier geht's nicht mal weiter. Oh, völlig umsonst hier einfach. Here we go. Stunbug und Cheatbug. Also der hat auf jeden Fall gecheatet. So. Was ist das denn? Hä, was ist denn jetzt los? Alter, das wart ihr! Das kostet mich Holz! Junge, ich dachte, ich repariere das einfach wieder. Das kostet mich Holz. Okay, Chat. Sturm, höhere Gewalt. Oh ja, wir müssen irgendwas machen. Die kacken alle ab hier. Ich kann jetzt wahrscheinlich auch kein Holzfällerlager bauen, weil ich kein Holz habe, ne? Oh, das ist ja voll die Zwickmühle. Das ist ja richtig scheiße. Jäger Titi! Ich selber mache hier Terror, Junge. Okay, wir müssen irgendwas machen. Wir haben gar keinen Glauben mehr, Alter. Nighthawk, die Hütten kommen noch. Die Hütten kommen noch und in den Hütten können dann auch mehrere Leute. Da können wir dann entscheiden, wer mit wem zusammen wohnt. Das wird auch lustig. So, das haben wir schon. Das wollte ich nicht. Nekromantenwaffen lassen gefährliche Geister aus toten Gegnern entweichen. Okay, interesting. Waffenbeherrschung. Drücke die Taste schwere Angriffe, um einen schweren Angriff auszuführen. Okay. Drei neue Flüche. Das haben wir schon. Mehr Eifer. Boah, ich weiß nicht. Was nehmen wir? Ich glaube, ich nehme schwere Angriffe. Bleib alleine.
Das entscheidet immer noch der Kultanführer, Nina. Das ist keine Demokratie hier. Ich weiß nicht, ob ihr da was missverstanden habt. Wir machen jetzt auf jeden Fall ein Festritual, Junge. Gleich wieder zu Renala Blutbild. Letzter Schmutz, wenn man nicht gleich von vornherein sich den richtigen Stuff holt. So, und ich glaube, wir machen noch was. Die Frage ist nur, was? Ich will nicht wieder jemanden opfern, ey. Ja, es geht ja jetzt. Wir bleiben mal so. Hä, warte. Wir haben gerade ein Festmahl. Ah, okay. Ich dachte gerade, die hatten gerade immer noch alle Hunger. War ich kurz verwirrt hier, ehrlich gesagt. So, Madnix. Schalamba, geil. Stark, Junge. So, und wenn die schon alle so schön hier stehen, du gehst Holzhacken, Kumpel. Günstige Rituale. Schreinflammenpaket. Entfache das reinigende Feuer und ernte mehr Hingabe. Gefängnis haben wir schon. Beichtstuhl. Gruft 1. Na, wobei. Heilquartier wäre auch nicht schlecht. Erntetotem brauche ich jetzt nicht unbedingt. Dämonenbeschwörung. Oh shit, das Klo. Okay, wir müssen uns in naher Zukunft um ein zweites Klohäuschen bemühen. Warum kann ich die Münzen nicht aufheben? Hallo? Na gut. Eigentlich muss ich mit Reed zusammenziehen. Seniorenheim für die Älteren. Opfert Jäger-TT? Auf gar keinen Fall. So, sehr schön. Die sind fleißig am Ackern. Wir haben wieder Holz. Lanotte ist alt. Wir haben immer noch kein Holz. Okay, wir brauchen Holz. Schnell das Ding hier immer voll ist. Wir haben noch einen neuen Anhänger. Das wird, glaube ich, das wird Pascal.
Ist noch irgendwer hier, der nicht drin ist? Ich glaube nicht. Getty war vorhin da, habe ich jetzt aber schon eine Weile nichts gelesen. Also Getty ist ja noch im Stream. Die Frage ist, ist er auch da? Weil dann würde ich Getty vorziehen. Nimm das Pferd. Wo ist ein Pferd? Ich sehe kein Pferd. Eine Siamkatze. Wie ekelhaft. Alter, hier gibt's kein Pferd. Das ist ein Esel, Junge. Du bist auch so ein Pferd. Ist doch kein Pferd. Jetzt ist es ein Pferd. Zynisch, starke Verfassung, königlicher Kurzproduzent. Ich finde, bei den Eigenschaften hätte es ein bisschen mehr geben dürfen. Ist das Gleiche? Du bist das Gleiche. Geh Holz hacken. Ich brauche Holz, Junge. Was ist mit Mendix los? Oh, stark, Mendix, Junge. Sehr stark. Mattings, du hast aufgelevelt und dadurch habe ich hier so einen Grabstein bekommen. Jenseits, Versorgung, Arbeiten und Versorgung. Vielleicht können sie dann, wenn wir das skillen, können sie vielleicht irgendwann selber die scheiß Felder ernten. Ich bin so gut. Doch nicht. Also ja, irgendwie schon. Führe in deinem Tempel ein Ritual durch, das dafür sorgt, dass alle Samen sofort für die Ernte bereit sind. Okay, ist nicht ganz das, was ich mir erhofft habe. Ritual der Meeresfülle. Führe in deinem Tempel ein Ritual durch, das es 2 Tage lang wahrscheinlich macht, das besondere Fische beim Fischen. Nee. Mach noch eine Wette. Wir gehen gleich wieder in den Dungeon rein. Oh. 75 Knochen. Bisschen Glaube. Können wir machen. Können wir machen. So muss pennen, mein Sohn kommt morgen von der Klassenfahrt. Schlaf gut später. Nighthawk, war schön, dass du da warst. Sag deinem Sohn liebe Grüße von seinem zukünftigen Lieblingsstreamer. Und bis zum nächsten Mal, Nighthawk. Mednix, wie kann ich dir helfen? Entschuldige, Anführer, ich hätte gerne ein paar Blumen aus dem Düsterholz-Dungeon, wenn du welche sammeln könntest. Oh, nee, oder? Wir brauchen halt den Glauben. Wir brauchen den Glauben.
Also. Gegen das Ernten hier müssen wir auf jeden Fall irgendwas machen. Das ist ja nur räudig. Den Boss jetzt weg. Ja, aber ich kann halt hier das auch nicht ignorieren hier. Sonst habe ich irgendwann kein Essen mehr. Ich muss ja hier ernten, damit die neu anpflanzen können. Sonst gehen wir, ich muss ja hier die Wirtschaft aufrechterhalten. Ihr wisst gar nicht, was das für ein Pressure ist. Das ist, was es für ein Druck ist, hier seinen eigenen Kult am Leben zu erhalten. Jemand, ey, komm, Ingenious. Ich habe den auch allein gemacht. Ich glaube an dich. Ich kann nicht mal ein Kack-Holzfällerlager bauen. Ich bin so tilted, Junge. Stark. So, wir haben einen neuen Tag. Zu welchem Tag hat es... Ja, sehr schön, sehr schön. Das gefällt mir doch. Ingenious, entspann dich ein bisschen mit deiner Wortwahl, bitte. So. Ich weiß bis heute immer noch nicht, was ich mit diesen ganzen scheiß Pilzen machen soll. Ich kann nicht mal Essen damit kochen, oder? Grasschleim. Mischmahlzeit. Ich will wenigstens so einen Pilz eintopfen. Ich habe 1 Million Pilze. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Oh, wir können jemanden wegschicken. Ganz ehrlich, ich glaube, wir schicken Neinsen wieder los. 100%. So, Neinsen geht uns jetzt definitiv Holz holen. Stark, Twitch-Chat, Junge. Stark. Alle Früchte geerntet. Nice. Aber Ironie ist auch ein Fremdwort für dich. Also, dass ich sowas niemals aus Ernst sage. Also, ich habe für Placido, sagst, 6 Stunden gebraucht. Als ob ich jetzt auf Ernst so sage, der ist doch easy, mach den doch kurz alleine. Also das ist jetzt nicht allzu schwer, das da rauszuhören, dass es nicht mein Ernst ist. Und kein Grund, so zu reagieren. Und wie gesagt, wenn ich so eine lange Nachricht hier nur kurz überfliege, ich kann nicht den kompletten Chat lesen. Das heißt, ich werde mir jetzt nicht die komplette lange Nachricht Wort für Wort durchlesen, wenn es jetzt nicht direkt an mich gerichtet ist, wenn ihr euch da untereinander unterhaltet. Aber kein Grund für so eine Reaktion, also was möchte ich hier im Chat nicht. So, Warte mal. Wir müssen zu dieser Kackschlange. Wir hatten 2 Sachen. Das eine war irgendwelche Mineralien und das andere war zu dieser scheiß Schlange zu gehen. Danke, Nina, fürs Feldfrüchte ernten.
Stimmt, ich vergesse auch immer, diese Dinger hier abzufarmen. Ich meine, gut, das ist jetzt auch nicht so viel. Einsatz 10 Münzen. Schwierigkeitsgrad nicht viel. Wette abschließen. Ja, komm. Es ist aber schon... Ah, okay. Jetzt hab ich's. Das Lamm wirft zuerst. Eins, okay, irgendwo hin. Okay. Zwei. Irgendwo anders hin. Hab ich noch eine zwei? Die packen wir hier hin. Dann verdoppelt sich's, okay. Aber das ist ja eigentlich nur random hier, oder? Also klar, so ein bisschen Logik ist... Ein bisschen Logik ist schon dahinter, aber... Das Spiel ist halt schon hart random. Scheiße. Jawohl. Sehr schön. Jetzt die Frage. Flinky sieht aus wie ein grüner AirPod. Das ist echt so. Mache ich jetzt, verdoppel ich meine 4 auf eine 8? Wenn ich hier eine 4 hinmache, dann habe ich danach nicht 8, sondern 16. Das heißt, es bringt mir eigentlich mehr, als seine 4 wegzumachen. Ja. Oh, eine 6. Oh, das ist gut. Das war stark. Ja, okay. Wir haben ihn. Seine Dreierreihe oben ist voll. Das heißt, er kann unsere 6er nicht wegmachen. Das heißt, wir haben, glaube ich, auch... Na, nee, wir haben locker automatisch schon gewonnen. Boah, 3 Vierer, das wird reinballern. Ja. Nice. Easy win. Stark. Tarotkarte. Immun gegen Gift. Oh, das hätte ich vorhin gebraucht, wo ihr mir das Gift reingeballert habt. So, dann haben wir die Quest fertig. Jetzt müssen wir... Ich gucke jetzt einmal... Die wollten irgendwelche Kristalle hier am Leuchtturm. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. Wahrscheinlich kommt das erst im nächsten Gebiet. So, Hunger haben sie auch. Das ist auch schon wieder voll hier. Wir brauchen unbedingt so eine bessere Statue. Was ist mit Karim los, Junge? Oh, nice. 4 Holz. Kann ich jetzt einen Holzfäller bauen? Bitte, 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 bitte. Ach, Mann. Ich habe 12. Warum freuen die sich alle so? So, wir machen jetzt einmal noch mal ein bisschen Essen.
So, und dann müssen wir leider einmal ins Düsterholz. Drücke die Taste schwerer Angriff, um schwere Angriffe auszuführen. Macht irgendwie Sinn, klingt logisch. Jede Waffe hat einen individuellen schweren Angriff, den du meistern kannst und der eine kleine Menge Eifer verbraucht. Tückisches Schwert gewährt die Chance, Gegner zu vergiften und die Tentacles. Okay. Ich frag mich, ob unsere Nachbarn fangen einfach an, einen Zaun bei sich zu bauen jetzt. Was zur Hölle? Hä, was? Wie viel Uhr ist denn bei dir gerade, Nina? Ich frag mich, ob das hier jetzt übelst easy wird oder ob wir trotzdem ein bisschen strugglen. Weil eigentlich ist es ja das... Eigentlich müssten wir jetzt viel stärker sein als die Gegner hier in dem Gebiet. Spatzenhirn? Hä? Hä, Junge, weiß ich doch nicht, ob du in einer anderen Zeitzone bist da oben. Bildungskanal. Ja, jetzt ist es einer geworden, weil jetzt wissen wir es. Das war knapp. Das war auch knapp. Lass einen Sturm aus Blitzen auf die Gegner niederregnen. Ja, wir müssen gucken, dass wir irgendwie alles, was aus Holz ist, kaputt machen. Dass wir vielleicht ein bisschen Holz mitnehmen. So, 7 von 10 Blumen, 9 von 10 Blumen. Die. Die Frage ist, will ich noch mehr Anhänger? Weil irgendwann wird es halt auch too much. Wir müssen ja auch alle versorgen. Oh, hier gibt's Holz. Oh ja, das ist gut. Ich liebe Holz. Ach, ich kann das hacken? Kriege ich dann mehr? Nö. Stark, okay. Maxilton Junior. Maxilton Junior oder Maverick? Oder beides. Aber wir können mit Maxilton Junior anfangen. Kann der irgendwas? Der irgendwie irritiert mich das hier. So, wir haben auf jeden Fall alle Blumen. Sehr schön. Oh, fuck.
Soldat. Einfach ein Herz bekommen aus dem Grashalm. Okay, ich muss sagen, du merkst schon den Progress jetzt hier im Gebiet. Definitiv. Feuer ein Projektil ab, wenn du deine Waffe schwingst, reduziert sich die Lebensenergie auf ein halbes Herz, wird allen Gegnern 3 Schaden zugefügt. Okay, aber... Wait a minute. Wir haben doch den schweren Angriff bekommen. Was ist denn schwerer Angriff? RB. Yo, okay. Okay. Holz. Gib mir Holz. Ah. Da könnten wir jetzt weitermachen. Aber eigentlich wollte ich hier gar nichts, außer die Blumen. Deswegen gehen wir zurück. Und was ist hier los? Kacken wieder alle ab jetzt. Aber was ist denn mit meinem Glauben los? So, Madnix. Jetzt kriegen wir erstmal ein bisschen Glauben, weil wir seine Quest gemacht haben. Oh mein Gott, wie viel! So, dann haben wir unendlich Holz. Das heißt, ich kann endlich fucking genug Holzfällerlager bauen. Dämonenbeschwörung können wir auch. Kostet nur 5 Holz. Komm, das packen wir auch hier irgendwo hin. What? Hä? Alter Twitch-Chat, Junge. Ihr habt Kerem wiederbelebt. Die Frage ist natürlich, Kerem war natürlich hier begraben als Leiche. Die Frage ist natürlich, können wir euch auch, also können wir Kerem und Nina auch wiederbeleben? Weil von euch gibt es ja keine Leiche. Ihr seid ja aufgestiegen, aufgelöst. Junge, wie sie alle kommen, Mensch. Wie viele einfach. Die Auswahl war, dass man einen Vergrabenen wieder... Ah, schade. Okay. So. Was nehmen wir hier? Ich finde das Heilquartier nicht schlecht. Ah, ich finde auch den Beichtschuh. Aber ich würde, glaube ich... Wobei, so, die sind nicht so oft krank, ne? Das ist eigentlich... Oder eine Gruft. Das ist irgendwie alles relativ useless, was wir hier haben. Dämonenbeschwörung 2. Verbesserter Dämonenbeschwörungskreis. Beschwöre 2 Dämonen gleichzeitig. Okay, weißt du was? Wir nehmen einfach das hier. Nice. Sehr schön. I like. Thank you.
So, diesen Holzhacken. Ey, glaubst du, ich habe immer noch zwei Felder in der Mitte, die einfach nicht in der Reichweite von den Farmen sind, Junge. Ist das kacke. Und irgendwo ist noch ein... Oh, ein goldener Kackhaufen sogar. Noch machen. Nicht gerade hart, wir hatten noch gerade vollen Glas. Nein! Das hat mir gerade meinen kompletten Glauben zerfetzt. Wir hatten vollen Glauben oben. Es hat mir meinen kompletten Glauben weggenommen, dass ich nachts die Predigt gemacht habe und alle geweckt habe. Oh mein Gott, okay, da lernen wir auf jeden Fall draus. Kann sein, dass wir schon wieder ein Bett zu wenig haben? Nee, 4 mal 3 ist 12. Ah, warte mal, hier sind nur 2. Okay, wir haben ein Bett zu wenig tatsächlich. Hä, wir haben 11 Häuser und 14... Hä? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und 14 Bewohner? 14? Alter Karim, Junge, was geht? Du bist auferstanden. Oh, stark, Junge. Wir haben mega viel Glauben bekommen für die... Ich habe keine Münzen. Ich habe keine Münzen. Wollte eigentlich schlafen gehen, aber naja. Okay, wo kriegen wir Gold her? Madnix, entspann dich. Ich baue hier gerade ein Haus. Glorreicher Anführer, wir möchten, dass du uns auf eine spirituelle Reise mitnimmst. Erweitere unsere Vorstellung von Raum und Zeit mit diesen mythischen Gehirnwäschepilzen. Führe das Ritual der Gehirnwäsche durch. Ja, wegen mir. Wir haben sowieso unendlich von diesen Pilzen, ne? Das können wir eigentlich gleich machen. Ich hab euch zurückgeholt, Madnix. So sieht's aus. Dieses Gehirnwäsche-Ding macht jetzt halt gar keinen Sinn, weil wir eh vollen Glauben haben, aber egal. Sieht bestimmt lustig aus. Bin gespannt, was jetzt passiert. Stark, Junge. Okay. So, sehr schön.
Ah, hier kann ich Münze machen. Nice. Alle sind voll fertig, ey. Danke, Bayern. Hey, ich hab dich Madnix genannt? Nee. Echt? Ja, ach so. Ja, mein Gott, weil ihr beide orange seid. Mein Gehirn verkraftet es nicht. Karim ist nicht türkis, Karim ist orange. Die haben alle Hunger, by the way. So. Wir versuchen jetzt noch einmal, den Boss wegzuklatschen. Nein, 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 nein. Ich habe das Wichtigste vergessen. Das Allerwichtigste habe ich vergessen. Warte, ach so, da kann ich nichts machen. So, wir nehmen jetzt. Wen nehmen wir mit? Madnix? Und wir nehmen mit. Verursachte Schaden erhöht sich. Beginnt deine nächste Kreuzung mit einem halben Geisterherz. Das ist scheiße. Explosionsschaden. Fliegt weg und kehrt mit roten Herzen zurück. Klingt gar nicht mal so kacke. Stark, Junge. Wir haben aus Madnix einfach ein rotes Herz gemacht. Aus Karim. Was ist denn los mit mir? Was ist denn mit mir? Alter, keine Ahnung, was mit mir los ist. Nice. Und dann machen wir hier auch noch auf. Sehr stark. So, jetzt versuchen wir nochmal den Boss zu zerfetzen. Nekromantenaxt, stark.
Boah, ich glaube. Ich glaube, diese Verbesserung und diese Dämonen, die wir jetzt dabei haben, die beiden, ich glaube, die machen schon einen übelsten Unterschied. Was nehmen wir jetzt? Ich bin ein Muskel. Lanotte ist ein Huhn. Nein! Ach nee, Junge, jetzt liegt die Leiche da wieder rum. Dann kacken wieder alle ab, wenn ich wiederkomme. Ach, das gibt's doch nicht. Warum sterben die immer, wenn ich weg bin? Ripplanotte. Ja, okay. Chat, macht keinen Scheiß jetzt. Ich warne euch. Wir wollen den Boss jetzt klatschen. Bisschen positive Vibes hier bitte. Alter, stark, Chat. Stark. Dankeschön. Ja, kann ich machen, Karim. Alter, stark, sogar Gold. So, ich glaube, jetzt kommen noch 3-4 Räume und dann kommt, glaube ich, der Boss. Und wir stehen ganz gut da, würde ich mal behaupten. Bitte gib mir eine geile Karte. Angriffstempo mit der Axt. Oh mein Gott. Oh, das wird. Oh mein Gott. Was wir mit diesem Boss machen werden, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Aber ich zeig's euch gleich. You will see, Chat. You will see. Alter, wir sind übel gut dabei. Du fetzt den Boss jetzt weg ohne Wenn und Aber, sehe ich genauso. Also ein halbes Herz wäre natürlich echt noch ziemlich Korall.
dass wir mit Full Life da reingehen, aber vielleicht verlieren wir auch noch was. Kann natürlich auch sein. Sag mal, sollte Karim nicht wegfliegen und mit Herzen zurückkommen? Weil, wo ist er denn? Ah, nice Karte. Krankes Herz. Bei einem Treffer wird allem auf dem Bildschirm Schaden zugefügt. Reduziert sich die Lebensanzeige auf ein halbes Herz, wird allen Gegnern 2 Schaden zugefügt. Ich glaube, das ist effektiver. Was? Er ist in die Freiheit geflogen? Ach, da bist du ja. Okay, aber ich muss kurz aufs Klo. Bis gleich. Mach deinen Frieden, Kreatur. Du wirst diesen Tempel nicht wieder verlassen. Alter, was machen wir denn für einen gottlosen Schaden, Junge? What? Oh, das ist uncool. Das ist tatsächlich relativ uncool. Das tönt mich jetzt gar nicht mal so sehr. Fuck! Okay. What? Gomme-Mode aktiviert, Alter.
Hey, aber jetzt mal ganz ehrlich. Jetzt mal ganz ehrlich, hat Gommemode, kam er so groß raus, als es einmal zur Wahl stand zum Jugendwort des Jahres, vor 3 Jahren oder wann das war. Hat irgendwer in seinem Leben davor schon mal das Wort Gommemode gehört? Weil ich habe das da das erste Mal in meinem Leben gehört. Danach hat es auf einmal jeder aus Joke, so als Meme einfach benutzt. Ja? Du hast davor das Wort Gomme HD. YouTuber. Ja, aber erzähl mir nicht, dass du das Wort Gomme-Mode gekannt hast. Ja, niemand, den ich kenne, kennt es. Concrafter kenne ich. Aber Concrafter Mode ist auch kein Jugendwort des Jahres. Als ob irgendwer auf Ernst Gomme Mode gesagt hat. Ich habe es genossen zu beobachten, wie du Hackett vernichtet hast. Es war vorhersehbar, dass ihre Arroganz einmal ihr Untergang sein würde. Dein gnadenloser Kreuzzug gegen den alten Glauben wärmt mein kaltes, starres Herz. Und der Hirte wird einen Pfad durch die Wildnis bahnen, Flüsse in die Wüste bringen. Gomme hat immer Gomme-Mode gesagt, wenn er irgendwas Krasses gemacht hat in Minecraft. Oh komm, wenn die alle schon hier sind. Leute, lasst euch mal alle gemeinsam bitte segnen. Oh Mann, die Masse ist wieder weggerannt. Ich will die nicht alle einzeln segnen. Das ist doch scheiße. Oh no, die Hygiene. Auf Begräbnis vorbereiten. Boah, ich glaube, unser Glaube ist nur nicht am Arsch, weil wir diese Pilze gefressen haben. Oh, ich hätte gar kein Grab gebraucht. Kerem ist ja wieder auferstanden, stimmt. Wir haben ja dieses Pilzritual gemacht. Ich glaube, sonst wäre unser Glaube wär jetzt richtig broken. Wir müssen unbedingt putzen, bevor die krank werden. Wir brauchen auch ein zweites Toilettenhäuschen. Da wird kein Weg drum rumführen. Nein, sie ist wieder da. Yo, mit Holz. Oh, sehr stark, Junge, sehr stark. Shalamba, geil. Ist klar, dass der Gomme den nicht kennt, er ist ohne Minecraft groß geworden, der Arme. Hab damals so gerne auf Gommes Server gespielt, aber spiele nicht mehr so oft auf Servern. Ja, ich habe halt legit keine Berührungspunkte mit Minecraft gehabt. Also ich wusste, was es ist, aber es hat mich noch nie wirklich... Also ich habe es erst jetzt angefangen halt. Hab die Videos von Logo immer geschaut, bevor er sich verändert hat. Ich boxe seit ein paar Stunden, Placido sagt's mit random Leuten, lass mich sammeln, macht Spaß, hat auch die Chance, den bei mir selber nochmal zu legen, weil verbuggt.
aber hab keinen Loot. Scheiße. Junge, Patrix einfach am Start, Alter. Patrixen, was geht? Ist Karim wieder gegangen? Nö, hat er zumindest nicht gesagt. Karim, Junge! Ich möchte das nicht vorenthalten hier. Wo ist Karim? Ich will, dass er das sieht. Kann das irgendwer klippen? Komm, Nina, klipp das mal bitte. Karim ist drin, aber nicht anwesend. Macht mich das traurig. Man weiß nicht, wie das geht. Karim, Junge. Hast du gesehen, Karim? Ich habe jetzt aus Versehen weitergeklickt. Nina hat uns da... Also, Neinsen war bei uns und hat gemeint... sie wollte schon immer mal eine Schüssel Kot essen. Kriegen wir hin, oder? Patrixen, ich habe deine Nachricht gesehen. Ich dachte, das war einfach so ein Hallo. Warum bin ich Side-Character? Warum sind die alle so müde? Hä, warum sind die alle so am Arsch? Okay, du gehst schlafen. Und du gehst schlafen. Warum auch immer die so fertig sind. Ach, weiter oben. Okay, warte, dann habe ich es nicht gesehen. Moin, mein Bester. Wann gibt es einen neuen Elden Ring Gameplay für die Vorbereitung auf das DLC? Ich meine, das DLC ist jetzt nicht mehr so lange hin. Das Problem ist jetzt mit Elden Ring einfach. Wir haben einen Elden Ring Run, da sind wir halt ganz am Anfang. Den, was ist das für ein Spiel? Cult of the Lamp heißt es. Cult of the Lamp nennen wir das. Cult of the Lamp. Wir haben halt einen Elden Ring Run. Der ist halt, da sind wir ganz am Anfang. Den werden wir bis zum DLC nicht mehr durchkriegen. Da will ich irgendwann weitermachen, wenn Zeit ist. August zum Beispiel, wenn ich 4 Wochen Urlaub habe oder so. Aber da ist jetzt vorm DLC meine Motivation relativ gering, da weiterzumachen, weil wir werden den Run nicht mehr bis zum DLC durchkriegen. Und jetzt einfach so irgendwie im Early Game ein bisschen rumzugammeln und dann im DLC sowieso mit dem anderen Spielstand wieder weiterzumachen, reizt mich jetzt nicht so hart. Deswegen, ja. Kann es passieren, dass wir tatsächlich erst mit dem DLC wieder einsteigen. Und wir haben halt auch gerade sehr viel, oder was heißt sehr viel zu zocken, aber wir haben gerade die Mass Effect Trilogie angefangen, wo wir sicher noch ein bisschen dran sind. Cult of the Lamb sollte jetzt nicht so lang gehen. Danach hätten wir, vielleicht als, wenn Cult of the Lamb durch ist, dass wir sagen, danach zocken wir ein bisschen Elden Ring oder so, why not? Wobei ich dann auch überlegen würde, vielleicht ein anderes Souls-like zu spielen. Nehmen wir da auch Urlaub? Nee. Also für das Elden Ring DLC habe ich keinen Urlaub, da muss ich arbeiten. Im August habe ich 4 Wochen, aber der DLC kommt ja im Juni. Also mein Urlaub hat nichts mit dem Elden Ring DLC zu tun. Aber ich wurde jetzt schon von ein paar Leuten angesprochen, die gemeint haben, hey, ich kann dein Elden Ring Gameplay Stream nicht gucken, weil ich will das selber spielen und mich nicht spoilern. Deswegen hätten wir ein Problem, wenn ich Urlaub hätte zum Elden Ring DLC, dann würde ich das 10 Stunden am Tag suchten. Und dann wäre ich schneller wie alle anderen. Und dann könnte es keiner angucken, der sich nicht spoilern will. Da ich aber arbeiten muss, wenn der DLC rauskommt, werde ich nur abends zocken können. Das heißt, und auch nicht allzu viel, so wie jetzt, 4, 5, 6 Stunden am Tag. Das bedeutet, ich werde nicht schneller sein wie ihr und ihr könnt dann meine Streams gucken. Was ich auch
ganz, ganz geil finde eigentlich. Nina, Ausrufezeichen Spiel. Ihr müsst immer im Titel gucken. Wenn wir Mass Effect spielen, ist es Ausrufezeichen Game. Und wenn wir Cult of the Lamb spielen, ist es Ausrufezeichen Spiel. So, den 10. Abnötigen. Schaltet die Anhängeraktion den 10. Abnötigen frei. Sammle einmal täglich von einem Anhänger ein. Geld. Anhänger bestechen. Schaltet die Anhängeraktion bestechen frei. Bestiche einen Anhänger mit 3 Gold, um seine Loyalität zu erhöhen. Ich glaube... Ich nehme das. Genau, Elden Ring DLC, 2-3 Wochen. Übelst geil, ich hab so Bock. Ich glaube, das wird richtig gut. Ich glaube, es wird fast so groß wie das Hauptspiel. Ich glaube, es wird so ungefähr 75% vom Main Game sein an Größe. Wird, glaube ich, richtig, richtig stark. Oh! Stirbst du zum ersten Mal auf einem Kreuzzug, kannst du wiedererweckt werden, indem du einen Anhänger opferst. Fokussiere deinen Geist, während du auf einem Kreuzzug bist, um sofort zum Basislager zurückzukehren. Alter, zu Beginn eines jeden Kreuzzugdurchlaufs ein krankes Herz. Ich werde einfach vor dem Stream mit dem DLC anfangen, dann zocke ich nebenbei und schaue deinen Stream. Zum Beispiel. Aber wie gesagt, ich bin ja schon relativ viel auf Arbeit. Ich meine, gut, jetzt haben wir heute auch 5 Stunden gestreamt. Aber ja, wenn ihr ein bisschen reinintet, dann werdet ihr wahrscheinlich mehr zocken als ich. Neue Kronenfähigkeit. Jeden Kreuzzug mit einem kranken Herz. Kranke Herzen fügen allen Gegnern im Raum Schaden zu, wenn du getroffen wirst. Geil. So, Ritual. Brauchen wir nicht. Das Einzige, was wir haben, ist Hunger. Hier ist schon wieder voll, Junge. Tempel 3. Endlich, Junge. Ich hoffe, jetzt können wir mehr als 70 Glauben im Tempel speichern, endlich. Oh, jetzt geht's ab. So langsam kriegen wir hier eine Statue, die meiner auch würdig ist. Nein! Philat ist gestorben. Wir können ja zusammen Sachen rausfinden und so weiter. Ja, das ist auch was ich mega geil finde, wenn wir Elden Ring zocken werden in DLC. Ich habe ja das Elden Ring Game, Hauptgame, relativ spät gezockt und... Ich hab's gezockt, ihr kanntet alles schon. Viele haben gespoilert, nicht von euch, sondern halt random Leute, die hier drin waren, die jetzt nicht aus der Community waren, sondern einfach hier mal reingeschaut haben. Die haben dann geschrieben, hey, da gibt's die und die Waffe oder mach doch das und das, was mich ein bisschen getriggert hat. Jeder hat das Spiel schon gekannt. Ist cool, weil du dann so ein bisschen geguided werden kannst, wenn du nicht weiterkommst, aber ich habe auch mega Bock drauf, dass wir Elden Ring dann so gemeinsam zocken. Keiner kennt's. Ich zock's, ihr kennt es nicht, ihr seid vielleicht 2 Stunden weiter wie ich im Game, aber so nicht dieses, ich habe das Game vor einem Jahr gespielt oder kennt es schon in- und auswendig, so nach dem Motto. Und das ist auch was, wo ich sagen muss, wo ich mega Bock drauf habe. Also freue ich mich mega drauf. So, kann ich jetzt hier den 10. abnöten? Da, zack. Gib mir dein Shit. Sehr geil. Stark. So, Madnix, steh auf. Oh, Scheiße, da liegt einfach Philat.
ich schon wieder vergessen. Wir sind alle Onnern, hey. So, komm, die haben hart Hunger hier. Hä, warum haben die eigentlich immer noch Hunger? Wir haben doch genug gekocht gerade. Haben wir eigentlich noch. Wir haben keinen Steinbruch mehr. Wäre auch mal nicht schlecht. Hat eigentlich jeder einen Schlafplatz? 12 Personen, 14 Häuser. Okay, sieht gut aus. Oh shit! Ich wünsche dir einen schönen Abend noch. Max out. Max, mach's gut. Schön, dass du da warst. Wir machen jetzt auch Schluss. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Und bis morgen. So. Wir essen auch noch was. So, jetzt würde ich mal zu. Aber eine Sache nachgucken. Und dann machen wir Schluss. Dann lassen wir Nina noch eine Schüssel Kot essen. Das vergesse ich sonst das nächste Mal. Das will ich unbedingt heute noch machen. Das ist auch was, wo ich mich persönlich sehr drauf freue. Wir gucken mal, ob wir dem immer noch Pilze bringen können. Nina, bitte. Ja, geil. Du hast alle 4 Teile eines heiligen Talismans gefunden. Talismane sind mystische Relikte, die die Rote Krone verwenden kann, um neue Fliese freizuschalten. Am Altar in deinem Tempel kannst du Fliese freischalten, dich damit ausrüsten. Stark, Junge. Pilzkultur. Okay, aber er will keine Pilze mehr. Hey Drax, ich wünsche auch dir eine gute Nacht. Hat mich auch sehr gefreut, dass du da warst. Und bis zum nächsten Mal. Vielleicht bis morgen. Wir streamen morgen auf jeden Fall. Alle sind krank? Alle sind... Warum sind alle krank? Was habe ich verpasst? Hey, was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Hä? Ach, wegen den Pilzen. Weil die Wirkung von den Pilzen nachlässt. Oh, Scheiße.
Boah, das ist ein krasser Nachteil, Junge. So, egal, wir kochen jetzt kurz für Nina. Junge, ihre Augen haben richtig geleuchtet, Alter. Ich kann das alles nicht mehr. Aber wie glücklich sie war. Stark, Nina. Stark, wirklich. Ich, ich wusste, dass du es schaffst. Du bist wirklich göttlich, Alter. Ich bewundere deine Hingabe für den Kult sehr, Nina. Das. Oh, das war schön, das hat mir Spaß gemacht. Das war. Oh, cool. Also, wir haben jetzt ungefähr 800 von diesen Pilzen. Und ich weiß nicht, was wir damit machen können, außer dieses komische Ritual, wenn ich ehrlich. Also, I don't know. Kannst du mich auflösen? Opfere mich bitte. Aber dann wirst du nie wieder in den Genuss von einer schönen, frischen, warmen Schüssel Kot kommen, wenn wir dich opfern. Jetzt hast du ja Blut geleckt. Jetzt willst du bestimmt bald die nächste Schüssel. Warum rennt der hier rum, Junge? Geh schlafen, du bist krank. So, warte mal, was brauchen wir denn? Wir haben eigentlich recht viel von allem, muss ich sagen. Ein zweites Toilettenhäuschen wäre cool natürlich, aber dafür haben wir, glaube ich, nicht die Mats. Nee, geweihte Bretter. Okay. Niemand lacht über dich. Nein, ich hatte doch gerade nicht 10 Minuten Lachflash, Karim. Nina, es ist okay. Jeder hat so sein Ding. Ach, scheiße, jetzt pennt er im Freien, weil ich sein Haus. Okay, wir müssen schnell sein Haus bauen. Wie alle Gold. Alle kacken Gold auf einmal. Direkt neben's Klo. Weißt du, sowas muss doch nicht sein. So, okay, jetzt. Ich komme hier sonst nie weg. Das Spiel ist wirklich schwer auszumachen, muss ich sagen. Du willst immer noch irgendwas machen, das noch machen, das noch machen, da noch schnell was bauen, hier noch kurz das farmen. Crazy. So. Lovely Chat. Wir machen Feierabend. Ganz doofes Spiel mit doofer Story. Wer den Scheiß nur empfohlen hat. Wer hatte die Idee, das doofe Spiel zu spielen? Es war, weil ich mich an ein lustiges Video erinnere. Ja, stimmt, Karim. Ich schicke dir nachher den Link zum Video. Das war der Wahnsinn, war ein Brüller. Ich wünsche eine gute Nacht an Karim. Ich wünsche Karim auch eine gute Nacht. Nina, ich wünsche auch dir eine gute Nacht. Denk dran,
Kein Kot mehr nach 0 Uhr. Das sind Kohlenhydrate. Okay. War ein lustiger Stream. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch allen noch eine gute Nacht. Einen wunderschönen Abend noch. Und wir sehen uns morgen wieder zu wahrscheinlich Mass Effect. Oder spontan morgen Pummelparty. Mal gucken. Wahrscheinlich Mass Effect. Aber wenn morgen auf einmal 6 Leute in den Chat schreiben, lass Pummelparty zocken, bin ich auch da am Start. Karim, hol dir Pummelparty, by the way. Wir sehen uns morgen nicht. No, Neinsen. Dann wünsche ich dir viel Spaß morgen auf all deinen Wegen, was auch immer du tust. Und dann wahrscheinlich bis 2025, weil der nächste Stream ist dann erst Sonntag wieder, wo du auch nicht da bist. Aber ansonsten dann bis Montag. Leute, Jäger out. Macht's gut. Ciao, ciao. Karim, holst du dir Bread and Fred? Kostet 15 Euro. Ich kenne das Game, ganz ehrlich, wenn wir das zocken, das ist Gold-Content. Da hätte ich schon hart Bock drauf, das wird unnormal lustig. Weil ich würde es mir dann jetzt direkt kaufen, weil ich hole mir jetzt auch Pummelparty. Okay, weil dann hole ich es mir jetzt direkt mit Pummelparty zusammen. Mach ich, Nina. Gute Nacht, bis zum nächsten Mal.